Hallo, ich begrüße euch zu einem neuen Video. Heute mal mit einem etwas anderen Kamerawinkel, denn ihr habt es wahrscheinlich in einem der letzten Videos gesehen. Ich habe hier meine Fensterbank so schön dekoriert. Und wenn ich jetzt von oben runter filmen würde, würdet ihr einfach nur eine schwarze Decke sehen und eine Box. Und irgendwie war mir das ein bisschen zu schade. Also ich gucke mal, ob ich es diesen Monat schaffe, auch mal ab und zu Videos zu filmen, wo dann auch die Fensterbank und mein kleiner Hexenschrein sozusagen mit im Bild sind. Ja, ihr habt es im Titel lesen können. Ich zeige euch heute, was in meiner vorerst letzten Stationery-Überraschungsbox drin war. Das war die Box zum Thema A Vampire's Masquerade. Die ist, wenn dieses Video online kommt, bei allen Käuferinnen angekommen. Das heißt, ich kann euch jetzt den Inhalt zeigen und ja, euch einmal einfach so ein bisschen zusammengefasst zeigen, was hier Schönes in dieser Box gelandet ist. Und es gibt vermutlich aktuell, wenn das Video online kommt, auch im Shop noch 2 Backup-Boxen. Also sollte jetzt nicht noch doch irgendwas passiert sein im Laufe der Zeit, bis ich das Video hochgeladen habe, dann habe ich noch 2 Boxen übrig, und zwar genau diese beiden hier. So sehen die dann von außen aus. Und wenn ihr schnell seid, dann könnt ihr vielleicht noch eine der beiden ergattern. Ich zeige euch heute, wie meine aussieht. Im Prinzip vom Inhalt genauso wie die, die ihr noch bekommen könnt. Ich habe allerdings bei mir nichts drauf gestempelt. Das kann ich ja vielleicht nochmal im Nachhinein machen. Ich muss einmal hier meine Ärmel ein bisschen sortieren, weil die sind ganz schön groß. Ja, ich glaube, dann habe ich auch alles Wichtige erstmal gesagt. Wie gesagt, schaut unbedingt im Shop vorbei, wenn ihr Interesse an einer dieser 2 Boxen habt. Wenn man die Box aufmacht, dann sieht sie folgendermaßen aus. Passend zum Thema A Vampire's Masquerade habe ich eine Spitzenmaske mit reingetan. Ich weiß, das Grün ist ziemlich grell. Ich habe tatsächlich auch gedacht, dass es ein bisschen dezenter dunkelgrün ist. Aber ich finde es trotzdem ganz cool. Und sollte einem das Grün gar nicht gefallen, kann man sie tatsächlich auch einfach umdrehen. Und dann ist sie schwarz. Also ja, so ein bisschen so eine Wendemaske sozusagen. Kann man natürlich als Kostüm benutzen, auch zum Dekorieren benutzen. Sowohl im Planer als auch vielleicht irgendwie, keine Ahnung, irgendwo mit dazu drapieren, wie ihr möchtet. Dann haben wir hier alles schön eingepackt in schwarzem Tissue Paper. Und wenn man das Ganze aufmacht, dann kommt als erstes ein kleiner Brief euch entgegen. Da ist einfach nur einmal ein Dankeschön und ein paar Worte an euch gerichtet drauf zu lesen. Ja, und dann sieht die Box ungefähr so aus. Ich nehme mal das Offensichtlichste raus. Und zwar gibt es einen Pin mit einer Laterne drin und so einer Kerze mit Flamme. Ich habe probiert, auch wenn es jetzt eine Halloween- oder Vampir-Box als Thema war, nicht zu spezifisch in dieses Thema zu gehen, dass man auch ein paar Sachen in der Box hat, die man auch zu anderen Zeiten im Jahr verwenden kann oder ja, die jetzt nicht immer nur Vampir schreien, ne? Also es ist auch nicht so kitschig geworden. Und genau, das ist hier auf jeden Fall der Pin aus der Box. Dann schauen wir doch mal direkt in dieses Täschelchen hier rein, in diesen Beutel. Da sind viererlei Sachen drin. Ich hole mal das erste raus, und zwar ein kleines Gläschen mit Knoblauch drin. Denn schließlich ist es eine Vampirbox, also brauchen wir vielleicht auch zum Eigenschutz ein bisschen Knoblauch, wer weiß. Ist einfach nur ein witziges Gimmick, wie ich finde, und ja, fand ich irgendwie zum Thema ganz passend. Und dann haben wir 3 PT-Samples. Die kann ich euch ja auch einmal zeigen. Wenn ihr jetzt hier alles nicht so gut sehen könnt, was ich vermute, weil der Winkel doch nicht der beste ist, dann blende ich euch einfach zwischendurch immer noch mal ein paar Close-ups ein. Auf jeden Fall ist hier einmal ein PET-Tape mit so Blutspritzern. Das fand ich natürlich thematisch auch ja, sehr passend. Upsala. Das wird jetzt hier wahrscheinlich ein bisschen Chaos auf dem Tisch geben gleich, aber naja. Dann habe ich hier noch eins. Das ist quasi ein doppeltes Tape, wenn man so will. Das sind so 2 Spitzen, ja, Borten oder Tapes. Die lassen sich aber einzeln ablösen von der Rückseite. Das heißt, es sind im Prinzip 2 Washi-Streifen, die man, PT-Streifen, die man dann benutzen kann.
Und als drittes PET-Sample dann noch dieses hier. Das ist dann nochmal so ein bisschen, ja, so ein mystischer Wald mit Bergen, ein paar Krähen vielleicht noch mit drauf, mit dem Mond. Ja, das fand ich irgendwie auch, kann man ganz gut nochmal zum Dekorieren verwenden. In jeder Box sind auch so ein paar Fledermäuse als Konfetti sozusagen in verschiedenen Größen. Tatsächlich habe ich jetzt hier gerade bei mir nur die übrigen reingelegt. Also ich habe jetzt hier nur die ganz großen, aber es gab ja so ein bisschen verschiedene Papiere und auch verschiedene Größen an Fledermäusen, die dann bei euch in den Boxen gelandet sind. Dann gucken wir uns mal dieses Tütchen hier an, beziehungsweise erstmal das, was da dran hängt, und zwar ein Paperclip mit einer Fledermaus. Also ja, es ist ein bisschen auch natürlich das Thema Fledermäuse mit aufgegriffen worden, weil das gehört für mich auf jeden Fall zu Vampiren hinzu. Und in diesem Papiertütchen hier ist etwas, ja, ich sag mal, Besonderes drin, und zwar ein Siegel. Diesmal aber auch wieder vom Thema nicht zu Halloween-artig, sondern das ist jetzt einfach ein Kerzenständer, der total filigran und schön aussieht. Dann auch wieder so ein bisschen zu Deko-Zwecken, oder man kann es auch komplett auseinanderschneiden und mit aufs Papier kleben. So ein bisschen Spitzenstoff oder, ja, wie nennt man das sonst? Borte, Spitzenborte. Ich packe das mal hier vorne hin, dann sieht man es, glaube ich, besser. Und dann kommt ja noch so ein bisschen so ein Stapel an anderen Sachen. Das habe ich damit so ein bisschen verstecken wollen. Zum einen Clear Stamps mit diesen Flügeln, Fledermausflügeln in verschiedener Art, finde ich richtig cool, weil man dann einfach die eigenen Mädchensticker verwenden kann und denen dann Flügel verpassen kann. Ja, sagt mir gerne, was ihr von der Idee haltet, ob ihr das zu kitschig findet oder ein bisschen quatschig, aber irgendwie fand ich es ganz cool, dass man dann mit diesen Stempeln einfach die ganzen Sticker, die man schon hat, einfach so ein bisschen abwandeln kann. Sogar mit Teufelshörnern und Teufelsschwanz. Also das fand ich irgendwie ganz witzig von der Idee her. Und ich hoffe, dass das bei euch auch ganz gut ankommt. Dann war ich ja fleißig am Stanzen mit meiner neuen Stanzmaschine. Und hier sind jetzt die Stanzteile drin gelandet. Also ich habe das einfach so aus Papier zusammengefaltet. Und hier sind dann ganz zarte Stanzteile drin. So Lampen, Stück Zaun, dann ist hier noch ein Spinnennetz und auch ein Kronleuchter. Ich glaube, der Kronleuchter ist mein absoluter Favorit. Der ist hier bei mir ein bisschen geknickt. Ich hoffe, das kriege ich wieder hin, aber ich glaube schon. Die sind alle aus schwarzem Transparentpapier ausgestanzt. Das war sehr viel Arbeit. Ich hoffe, ihr wisst das zu schätzen. Das sieht man, glaube ich, dann auch ganz gut im Behind-the-Box-Video, wie viel Zeit mich sowas gekostet hat. Ne? Also da steckt dann wirklich, ja, vor allen Dingen viel Fleißarbeit und Zeit drin. Aber ich finde, es hat sich gelohnt, weil ich mag die selber auch sehr gerne. Und dann sind hier noch drei, ja, so Folder drin quasi, die man einheften kann in A5. Einmal mit zwei Fächern. Einmal mit vier Fächern und einmal mit einem großen Fach. Und da sind auch jeweils Sachen drin. In dem ersten sind selbstgemachte Washi-Sticker und davon nicht zu wenige. Ich überlege auch, davon Sets in den Shop zu packen. Also wenn das Video online kommt, gehe ich davon aus, dass sie dann auch im Shop gelandet sind, wenn ich mich dafür entschieden habe. Wenn ihr da also Interesse dran habt, dann schaut mal vorbei, ob ich das jetzt, ja, in den Shop reingetan habe oder nicht. Auf jeden Fall wäre dann jetzt die Gelegenheit, da mal zu bummeln. Ich zeige euch einfach einmal so ein bisschen die Motive. Das ist jetzt natürlich auch ganz klar zum Thema Vampire's Masquerade passend. Hier so ein bisschen das Bankett, also verschiedene Tische, Etageren, Tränke, beziehungsweise, ja, Gläser. Mit Kerzenständern, so ein bisschen drapiert, mit Stoffen, so ein bisschen wie bei mir, nur halt mit Essen. dann sind hier noch so ein paar Ornamente drin. Also wie gesagt, sind alles Washi-Sticker.
die ich selber auch geplottet habe, jeden einzelnen. Genau, das sind die hier. Und als vierte Motivreihe sind das dann so Schlösser oder Hexenhäuser, wo dann natürlich der Vampirball stattfinden könnte. Und hier ist nochmal so ein bisschen was mit einem Sofa oder Sessel oder so. So ein bisschen, ja, gemütliche Inneneinrichtung sozusagen. Da haben wir auf jeden Fall einige Motive. Dann habe ich hier einfach auch nochmal so ein bisschen zu Deko-Zwecken so ein bisschen, ja, Gase oder wie nennt man das dann wiederum? Auch einfach nochmal so ein bisschen, vielleicht um es zu dekorieren zu nutzen. Und in diesen vier Fächern sind auch verschiedene Sticker drin. Einmal so ein paar mystische Waldsticker, alle relativ dunkelgrün gehalten. Und dann nochmal so ein bisschen, ja, es geht eher in so eine Vintage-Richtung, aber ich fand es irgendwie auch ganz passend, so ein paar kleine Snippets. Bei mir sind es, glaube ich, weniger als bei euch. Ich glaube, ihr habt mehr von jeder Sorte. Bei mir habe ich dann die genommen, die noch übrig geblieben sind. Mit einfach so ein paar verschiedenen Motiven und Wörtern und, ja, Schildchen. Manchmal ist es auch frei, dass man was reinschreiben kann. Kleine Tags und so weiter. Upsala, hier ist gar kein Platz mehr. So, upsala. Und ja, die sind auch in so ein bisschen verschiedenen Farbranges. Also einmal so ein bisschen grünlich, ein bisschen gräulich und dann nochmal beige. Upsala. Nochmal eine Fledermaus. Und in der letzten Hülle sind dann zwei so eine Art Sargkärtchen drin mit diesen beiden Motiven hier, die man dann so aufklappen kann. Man könnte jetzt auch noch hier was gegenkleben, dass es wirklich eine geschlossene Karte ist. Ich fand es aber auch ganz cool, dass man dann hier den Hintergrund einfach durchsieht und ja, was man damit macht, das könnt ihr ja euch dann ja überlegen, ob ihr da irgendwie eine kleine Karte verschickt oder da selber euch was reinschreibt. Ihr könnt, wie gesagt, das ja auch zukleben und dann irgendwie einen geheimen Spruch oder irgendwas eintragen oder so, wie ihr möchtet. Oder was ihr auch machen könnt, ihr trennt das hier einfach in der Mitte durch und dann kann man es auch in eine Deko einfach mit einkleben. Die Option gibt es natürlich auch, dass man einfach das hier in der Mitte einmal durchschneidet und dann kann man es zu dekorieren einfach mitverwenden. Ja, und das ist dann alles, was in der Box enthalten ist, beziehungsweise war. Ich habe das jetzt so ein bisschen runtergerattert, aber man sieht ja meistens dann auch einfach beim Hochhalten schon, was es ist. Deswegen muss man ja irgendwie immer nicht alles so richtig erklären. Ich hoffe natürlich, dass die Boxen bei den Käuferinnen gut angekommen sind, sowohl was die Post angeht, als auch natürlich vom Inhalt her und dass ihr Spaß hattet, das auszupacken. Und wenn ihr jetzt sagt so, boah, will ich haben, dann aber schnell. Und ich drücke euch die Daumen, dass ihr noch eine der letzten beiden Boxen ergattern könnt. Und ja, dann war es das tatsächlich auch schon mit dem Video. Ich werde sicherlich ganz bald mit den Sachen eine Deko machen oder zwei oder drei oder die in anderen Sachen nochmal irgendwie mit dazu packen und verwursteln. Also da könnt ihr auf jeden Fall von ausgehen. Wenn ihr Dekos mit den Sachen macht, dann taggt mich sehr, sehr gerne. Ich bin ganz gespannt, was ihr hier draus zaubern werdet und was für Ideen ihr vielleicht auch damit habt. Ich habe zum Beispiel jetzt schon ein, zwei Dekos mit den Sachen gesehen und wurde selber schon inspiriert, denn da hat eine der Käuferinnen diese Lampen hier benutzt und hat dann das Papier um diesen Lichtkegel, der da ja in der Lampe immer ist, eingefärbt mit Gelb, Orange oder so. Und das finde ich richtig cool, die Idee. Also das werde ich vielleicht auch einfach nachmachen. Vielleicht auch einfach mit einer anderen Farbe. Dann ist es ein bisschen mystischer oder so. Mal gucken. Aber ja, da einfach so das Papier hinter einzufärben, dass man dann das Gefühl hat, da leuchtet wirklich die Lampe. Richtig coole Idee. Liebe Grüße an dieser Stelle. Und ja, dann war es das wirklich für heute mit dem Video. Und ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal.